Sachsens Hochschulen punkten mit vielen Vorteilen. Deshalb gewinnen sie bei Studienanfängern an Beliebtheit. An der Hochschule Zittau-Görlitz kann man sich zweimal im Jahr selbst von den Vorzügen überzeugen. Denn an den Hochschulinformationstagen im Januar und im Juni öffnet sie ihre Türen. Die modern ausgestattete Hochschule mit den Standorten in Zittau und in Görlitz lädt Schülerinnen und Schüler, Eltern und Interessierte ein, sich in aller Ruhe über die vielseitigen Lehrangebote zu informieren. In Görlitz haben wir die Schwerpunkte, wir nennen das Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft, sei das jetzt im Studium wie auch im Bereich der Forschung. Und in Zittau ist das Kompetenzfeld Energie und Umwelt, was uns besonders prägt und was für uns steht. Weiterhin sind wir doch sehr breit aufgestellt, das heißt also im Bereich der vier Säulen, wie wir das nennen, die Naturwissenschaften, die Ingenieurwissenschaften, die Sozialwissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften, haben wir doch im Bereich von Diplom über Bachelor- und Masterstudium ein sehr breites Angebot, was aber auch mit unserer Schwerpunktbildung absolut korrespondiert. Also wir haben auch spezielle Angebote, die insbesondere die Situation des Dreiländerecks berücksichtigen und auch uns zum Vorteil gereichen soll. Nennen wir als Beispiel die Neisse University. Das ist ein Verbund von Universitäten aus Tschechien, die TU Liberec, aus Polen, die Technische Universität Breslau. Und wir machen gemeinsam einen Studiengang Kommunikations- und Informationsmanagement. In Görlitz werden wir jetzt beginnen mit dem Studiengang Wirtschaft und Sprachen, der insbesondere dann auch die Nähe und den Weg Richtung Breslau dann auch gehen wird. Also es ist insofern schon richtig und wichtig, diese Nähe zu den beiden Nachbarländern und die Situation des Dreiländerecks hier auch für Studium zu nutzen. Die Hochschule bietet ein vielfältiges Studienangebot. Zum Hochschulinfotag kommen Interessenten von nah und fern. In Zittau und Görlitz kann man ganz ohne Studiengebühren in familiärer Atmosphäre studieren. Niedrige Lebenshaltungskosten und eine intensive Betreuung sind weitere Pluspunkte. Also ich war in Leipzig auf einer Studienmesse und da war die Hochschule auch da. Und da ich jetzt in der Schule als Leistungskurs auch Biotechnologie mache, habe ich gedacht, ich komme mal hierher und informiere mich. Ja. Ich möchte schon in der Richtung bleiben, die ich dann auch studieren will, also im Labor und vielleicht auch in der Forschung. Besonders interessant ist das KIA-Studium. Ein kooperatives Studium mit integrierter Berufsausbildung, welches es in 10 Studiengängen gibt. Mehr als 100 Kooperationspartner, Unternehmen und Ausbildungseinrichtungen gewährleisten die enge Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis. Die Chemieausbildung bei uns an der Hochschule Zittau-Görlitz ist so und so praxisbezogen. Und um noch mehr Praxisbezug in das Studium reinzubekommen, bieten wir seit 2,5 Jahren das KIA-Chemiestudium an, wo also die Studierenden gleichzeitig den Beruf des Chemielaboranten lernen und hier an der Hochschule Chemie studieren. Der Vorteil der Fachhochschulen ist, dass hier weniger Studierende anfangen und auch ihr Studium überstehen, will ich mal sagen, und die Professoren direkt vor Ort sind. In den Laboren der Fakultäten stimmt die Chemie. Diese öffnen ebenfalls an den Hochschulinfotagen ihre Türen. Hier wird gerade im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes an neuen Produkten geforscht. Durch die Mitarbeit der Studierenden an solchen Forschungsprojekten ist ein praxisnahes Studium an der Hochschule Zittau-Görlitz gewährleistet. Zu 115 Hochschulen in 38 Ländern bestehen Hochschulpartnerschaften. Damit sind beste Voraussetzungen für den Sprung in die weite Welt gegeben. Ein Angebot, das von den Studierenden gern genutzt wird. Aber die Chemie stimmt nicht nur in den Laboren, sondern auch zwischen Professoren und Studenten. Denn eine gute Atmosphäre liegt in der Luft, schon wenn man den Campus betritt.